Wir sind hier in Obertoggenburg zwischen Wildhaus und Alt St. Johann. Ich bin zwischen den Churfürsten und dem Sentis. Wir führen einen Milchwirtschaftsbetrieb mit etwa 25-26 Kühen und gleich viel Aufzuchttier. Und die werden im Sommer gealpet, sind gut 100 Tage zu Alp. Vor 7 Jahren haben wir hier aufzügeln. Damals waren wir noch zu vierte, haben Trillias und Tronja gefangen. Mittlerweile ist jetzt noch Florina und Mia dazugekommen. Und jetzt sind wir 6 Leute im Haushalt. Ja, es ist einfach eng geworden mit nur gerade 3 Schlafzimmern für 6 Personen. Klar, es geht mit Biga und Mosten geht's. Die Küche ist halt einfach auch klein und eng. Ja, man ist alles ein bisschen hin und her rum den ganzen Tag. In der Wäschküche, die ist auch klein und geht halt mit 4 Kindern hast du viel Wäsche und so 2 Wäschmaschinen am Tag muss ich sicher laufen lassen. Machst du? Du machst fest. Zack. Und jetzt kannst du. Ja. Im Winter ist halt das Haus schon mit sehr viel Arbeit auch verbunden, eben durch, dass wir eine reine Holzführung haben. Morgen und Abend muss ich führen, wenn ich etwas warm habe, weil viel Wärme zu den Fenstern rausgeht. Durch das brauchen wir auch sehr viel Holz. Also wir müssen sicher etwa 20 Stier Holz durch im Winter. Ich sage jetzt, wenn man ein gut isoliertes Haus braucht, ist du die Hälfte Holz, was wir jetzt brauchen. Die Führung ist dann auch noch in der Küche, die sonst schon nicht gross ist, was es nicht unbedingt einfacher macht. Nachdem wir den Betrieb 12 Jahre in Pacht hatten, haben wir den 2019 kaufen, außerhalb der Familie. Der Stall ist in einem guten Zustand, der ist 1994 gebaut worden. Aber das Haus ist Baujahr vor 1927. Als die Familie gewachsen ist, ist der Platz knapp geworden und verschiedene Investitionen wären angestanden. Wir haben zuerst abgeklärt, ob wir renovieren sollen. Und da haben aber die Holzbauer gemeint, dass können wir gleich teuer, wenn wir gerade von Grund auf einen Neubau machen würden. Dann hat sich das ergeben, dass wir hier einen Neubau angefangen haben zu planen. Dann haben wir das Wohnhaus auch hinter das Alt hernehmen, dass es von der Strasse wegkommt, weil es andere in einem scharfen Rank steht und unübersichtlich ist und auch gefährlich für die Ofen. Und das Alt, wenn wir dann umgezogen haben, muss dann noch, wird natürlich abgebrochen. Ja. Dann haben wir auch die Zufahrt von der Strasse her. Ja. Ich finde es unglaublich, wie lange die Familie Bollhalder das ausgehalten hat, in dem schlecht isolierten Haus so eng aufeinander zu wohnen. Darum mag ich es Ihnen von Herzen gönnen, können Sie sich jetzt ein neues Haus bauen. Weil es aber kurz nach der Hofübernahme ist, ist es finanziell für Sie sehr eng geworden. Berghilfe tut Sie darum gerne beim Hausbau unterstützen, helfen Sie mit und spenden Sie jetzt für die Familie Bollhalder.